Hallo und herzlich willkommen meine liebe CK-Crew, hier ist euer Commander Keule und ich habe für euch heute wieder richtig neue Informationen bzw. ein paar Factsheet Fridays zum Freaky Friday. Wir kennen es alle Jungs und Mädels, wir haben ja jetzt das DLC vor kurzem wieder präsentiert bekommen. Ich habe euch ein Video dazu hochgeladen und zwar kriegen wir ja noch ein weiteres DLC, was ja überhaupt nicht geplant war seitens Giants oder beziehungsweise ja auch nicht angekündigt war. Und zwar das Rottene DLC, das große Force-Maschinen-Hack ist es jetzt eigentlich in dem Sinne nicht. Wir haben ja schon einige Force-Maschinen auch schon im LS19 mit drin und ich hatte euch ja sogar auch schon die Informationen gegeben bzw. gezeigt im letzten Video, dass wir ja auch Rottene schon seit 2019 als Mod gekriegt haben von North Modding Company. Da war ja schon irgendwie klar, dass wir auch die Lizenz für Rottene haben, wir aber keine Rottene-Maschinen in dem LS19 bisher drin hatten. Aber wäre keine Lizenz vorhanden, hätte North Modding Company das nicht modden dürfen und Giants hätte das niemals freigegeben. Jetzt kriegen wir offiziell von Giants noch ein neues Mod-Pack bzw. ein DLC für 3,99 €. Ich habe euch das Ganze ja schon einmal präsentiert, wie gesagt, im letzten Video. Wer das Ganze wieder supporten möchte und mich unterstützen möchte als PCler, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Vorbestellung von diesem DLC. Für 3,99 € erhaltet ihr hier zwei Maschinen und zwar einmal hier Nummer 1. Das ist unser Transportwagen, ja das ist der Rottene F20D, womit wir schön die Baumstämme verladen können mit einem Greifarm und dann das Ganze wieder wegfahren können. Das Teil wird nachher richtig cool wahrscheinlich sein. Wir können da sehr viele Sachen machen, zum Beispiel die Rungen hinten, die sind klappbar, die sind in der Höhe verstellbar zum Ein- und Ausfahren und vom Detailgrad habe ich euch das im letzten Video ja auch schon gezeigt. Wer das verpasst hat, gerne nochmal reingucken. Ich habe es euch oben in die Infobox gepackt. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken, da habe ich auch die Maschinen so ein bisschen gegenübergestellt von North Modding Company und jetzt auch dem neuen Rottene F20D. Der ist ein bisschen detailreicher, der F20D, Spoiler-Alarm an der Stelle und der sieht echt cool aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, dadurch, dass ich ja Season Pass Besitzer bin, hier auch nochmal die kleine Info dazu. Wer Season Pass Besitzer ist, egal ob Xbox oder PlayStation, der kriegt das Ganze sowieso kostenlos. Ab dem 16. März könnt ihr das dann wieder downloaden, aktivieren und einfach zocken. Und alle anderen müssten sich das Ganze dann für 3,99 € kaufen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist dann für die PCler auch der Link, wo ihr mich unterstützen könnt. Und die Community mit der Konsole kann mich leider nicht unterstützen, egal ob es Xbox oder auch die PlayStation ist. Ihr könnt euch das Ganze dann über den Store kaufen. Und ja, das Ganze für 3,99 €. Haben wir hier dann einen Wagen, der uns 350.000 € kosten wird. 204 kW, 278 Horsepower hat der am Ende des Tages. Wir fahren 12 Stundenkilometer pro Stunde und hat 210 Liter Tank. Am Nokian oder die Olfs Force Reifen zur Auswahl bzw. diese Kettenbandlaufwerke da drauf. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie der nachher sich auch fahren lässt, wie schön der ist, wie viel Slots der verbrauchen wird. Ich habe jetzt keine Informationen leider dazu, wie viel Slots der verbraucht. Das war es auf jeden Fall zu diesem ersten Fahrzeug, was in dem DLC mit enthalten ist. Und das war ja jetzt das erste. Ich hatte euch ja gesagt, wir haben zwei Stück in einem Pack, ist jetzt auch nicht so viel, ja, gebe ich zu, aber dafür kostet das Ganze ja auch nur 3,99 €. Und man darf immer nicht vergessen bei diesem ganzen Aufwand, ja, so, ich meine, die Modder, die wissen, wovon ich spreche, die Leute, die einfach immer nur kriegen und nutzen, das sind ja die meisten aus der Community von euch, die wissen gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, so ein Fahrzeug zu modden und das ist einfach ultra viel Arbeit, Leute, das ist einfach ultra viel Arbeit und dann für ein Pack mit zwei Fahrzeugen halt 3,99 € zu nehmen, da sind Lizenzen hinter, die bezahlt werden. Ja, also Rottene kriegt auch noch Geld dafür, dass diese Fahrzeuge oder überhaupt die Marke im LS reingenommen werden darf. Ja, das ist ja nicht so, dass sie sagen, so, ey Giants, wollt ihr unsere Sachen mal mit in euren LS reinnehmen? Ihr kriegt von uns dafür 200.000 € oder so. So ist es ja im Endeffekt dann ja nun auch nicht. Giants geht ja hin und sagt so, ey, das ist so Win-Win-Situation. Wir machen Werbung für euch, wir kriegen die Sachen von euch. Die Community freut sich und so weiter und so weiter. Und die kriegen alle so einen kleinen Teil vom Stück, vom Kuchen nun mal ab. Ne? So ist das nun mal. Ja, zweite Fahrzeug, was ich euch gerne präsentieren möchte, ist dann einmal unser Roder, das ist dann der Harvester. Einmal der Rottene H21D. Auch hier bin ich sehr, sehr gespannt, Jungs und Mädels. Ich habe euch ja schon gesagt, dass der hier auf jeden Fall durch seine kompakte Weise, seine kompakte Art und Weise, denn das Ding ist halt klappbar, also der wird zusammengeklappt, der Kran vorne.
dass es eine kompakte Transportmöglichkeit bietet. Nicht nur auf dem Transporter dann, aber auch viele fahren ja nicht unbedingt mit einem Tieflader durch die Gegend, sondern fahren einfach mit dem Teil dann dahin, wo sie hinwollen. Und das ist eine kompakte, kleine, wendige Maschine dann und ist auf jeden Fall angenehmer wahrscheinlich zu fahren als unser Scorpion, den wir schon haben. Darüber hinaus bin ich mega begeistert über auch hier den Detailgrad, den wir ja auch schon gesehen haben in dem letzten Video, was ich euch ja auch in die Infobox gepackt hatte. Ist ein sehr schöner Harvester an der Stelle. Ich bin gespannt, wie viel Slots auch der verbrauchen wird. Konnte ich leider auch nicht in Erfahrung bringen. Gibt es noch nicht diese Informationen seitens Shines. Ich werde mich drum kümmern, beziehungsweise spätestens am 16. Das ist ja nun mal auch nicht mehr so lange hin, werde ich euch das Ganze eh präsentieren. Und spätestens da werdet ihr erfahren, wie viel Slots so eine Maschine davon auch verbraucht. Darüber hinaus bin ich natürlich auch gespannt, wie viel Meter dieser schöne Harvester am Ende des Tages schneiden kann. Wir haben ja schon einige Mods bekommen. Standardmäßig sind es, glaube ich, 8 Meter Baumstammlänge, die wir schneiden können mit den Standardmaschinen. Aber wir haben ja auch schon Mods bekommen, wo wir bis zu 18 Meter oder sowas schneiden können. Ich bin gespannt, ob das hier auch so ist. Wirklich echt ultra gespannt drauf, weil ich feiere das, wenn ich halt von 0,5 bis 18 Meter Baumstammlänge echt alles mit dabei habe und selber in halben Meter Schritten im besten Fall sogar entscheiden kann, wie lang ich die Stämme machen will, weil jeder, der schon mal Force gemacht hat, ich weiß, das sind nicht viele von euch, aber ich habe ja nun mal auch schon mal Force gemacht, die wissen nun mal, wie es ist. Man hat unterschiedlich lange, große Anhänger-Transportmöglichkeiten von diesen Baumstämmen. Ja, wenn ich nun mal an diese ultra langen, großen Auflieger für einen LKW schon denke, da kommen wir mit den 8 Metern nicht weit. Ja, da können wir locker so 14 Meter lange Stämme hinten drauf knallen. Dann würde ich auch am liebsten halt 14 Meter lange Stämme schneiden. Weil je länger der Stamm und je gerader das Stück Holz ist, was wir am Ende des Tages drauf liegen haben, je mehr Kohle bringt das halt, ne? Ein 12 Meter Stamm bringt auf jeden Fall mehr Geld als ein 7 Meter Stamm. Ist halt einfach so. Ist vom Spiel so vorgegeben, sei es drum. So, hier einmal die Factsheets, die ich euch nun auch schon die ganze Zeit anzeige, aber nicht drauf eingegangen bin. Der Harvester für 470.000 Euro hat 305 PS, 12 km/h, Spitzengeschwindigkeit, 725 Liter gehen Diesel rein. Der hat Nokian-Reifen und auch die All of Force und auch natürlich hier die schönen Ketten, die wir wieder drauflegen können. Also ein super geiles Teil, ich bin mega gehypt und Jungs und Mädels, ich weiß, ich mache nicht sehr viel Holz, ich mache nicht häufig Holz. Das liegt aber auch eher daran, dass wir keine richtig geile Forst-Map haben, meiner Meinung nach, seitdem die Grizzly Mountain, warum auch immer rausgekommen ist. Ich habe bis heute nicht die Info dazu bekommen, wieso, weshalb, warum diese schöne Karte entfernt wurde aus dem LS. Ich hoffe, sie kommt wieder nach 2 Jahren LS einfach so raus, ohne Kommentar, obwohl das eigentlich eine Standardkarte irgendwie mit drin war. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall meine Lieblingskarte, die hätte ich auch gerne wieder gemacht. Ihr könnt gerne mal auf meinem Kanal gucken, da haben wir so ein XXL-Multiplayer-Projekt gemacht mit der Community, wo wir echt gefühlt 5000 Bäume schon gefällt haben. Schade, schade, Schokolade, dass sie schon weg ist. Ja, nochmal Backup-Infos zu dem DLC. Das DLC erscheint, wie schon erwähnt, am 16. März zum Preis von 3,99 € für PC, Mac, PlayStation und Xbox One. Ihr müsst natürlich jetzt warten auf den Tag, den 16., da könnt ihr wahrscheinlich um 0 Uhr das Ganze wieder runterladen, installieren und einfach loslegen. Und wie gesagt, die PC-Leute können ab sofort das Ganze in meinem Link unten mich unterstützen, ohne Mehrkosten zu tragen, unterstützen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid gut informiert jetzt mit diesem Video. Ich freue mich auf den nächsten Stream mit euch, der heute Abend stattfinden wird. Multiplayer, PC, LPG, schwarze Pumpe. Wer dabei sein will, gerne einfach mal die Stream-Vorankündigung auf meinem Kanal auschecken. Dort sind auch die Mods verlinkt, runterladen, mitdaddeln und Spaß haben. Ich würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn euch das Ganze gefallen hat, Däumchen raus, Abo raus, ein paar Kommentare zu dem DLC unten reinknallen, wie das letzte Mal auch schon, da habe ich echt feine Kommentare von euch gelesen, vielen, vielen Dank dafür, ich sage, tschö mit Öl, bis zum nächsten Mal, euer Commander Keule.